Hallo, ich bin Matthias Ekström und hier ist mein Audi RS5 DTM. Und heute würde ich gerne ein bisschen über den Motor mit euch besprechen. Und der sitzt hier drunter. Deshalb, Jungs, Motorhaube ab! So, ganz weit hier unten sieht man es fast nicht, weil es so verdeckt ist. Servolenkung, Luftfilter und laute Stoßdämpfe und Zeug. Der Grund, warum es tief sitzt, ist, dass das Gewicht soll nach unten. Aber rein zum Fakten kann man sagen, das ist ein 4 Liter V8 und die begrenzende Faktoren ist eigentlich hier drunter. Haben wir 2 Restriktoren, die sind 28 mm pro Seite und mit die kann man ungefähr 460 PS rauskitzeln. Als Fahrer kann man sich ein bisschen an die Fahrbarkeit wünschen, drückt man auf seinen Knopf am Lenkrad, sagt die Ingenieure, bitte den Motormapping in Kurve 2 ändern, wenn ich im dritten Gang bin, spricht den nicht optimal an oder am Ende der Gerade ist der Drehzahlbegrenzer, da muss man dann ein bisschen an solche Kleinigkeiten arbeiten. Was ganz besonders in der DTM ist, ist, dass man muss als Fahrer ziemlich vorsichtig mit seinem Motor umgehen, weil es gibt ein pro Fahrer und ein Ersatz für alle Fahrer. Das heißt, man hat ein einziges, wo man drauf aufpassen muss. Und dann fragen sich alle, ja, wie kommt man mit das denn klar? Das ist kein Problem, man macht nie den Motor an und gibt nicht zu viel Gas, dann hält er ewig. Aber normale Saison hat man kein Problem und kann von Anfang bis Ende mit einem Motor klarkommen. Dem Motormapping spricht manche Fahrer sehr viel drüber. Das ist das Ansprechverhalten. Das heißt, wenn man schnell Vollgas gibt, dass der Motor schnell anspricht, dann wenn man zum Beispiel so 50% Gas wegnimmt und wieder Gas drückt. Das muss den Motor ziemlich gut können, dass der Fahrer zufrieden ist. Das kann man einstellen mit Zündwinkel, mit Einspritzung, dass man so wenig Sprit wie möglich verbraucht, aber dass der Auto so gut wie möglich läuft nach dem Wunsch des Fahrers. Und da kann man sagen, da gibt es genauso viele Wünsche wie Fahrer eigentlich. Sonst würde ich sagen, gibt es nicht so viel zu sagen, so einem Motor, aber das Einzige, was man sich immer mehr wünscht, ist mehr Leistung. Und seit Anfang der DTM bis heute haben wir die V8-Motoren gehabt und mein einziger Wunsch ist 200 PS mehr.